Weiter geht's mit einer neuen Folge EA Sports 24 mit dem VfL Wolfsburg. Ja Leute, wir spielen heute im absoluten Topspiel gegen Bayern München. Die sind auch Erster, hier sehen wir es nochmal in der Tabelle, mit 10 Punkten Vorsprung jetzt sogar auf uns. Wird schwer, wir spielen auch auswärts mit dieser Startformation. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst doch gerne ein kostenloses Abo da. Würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Für euch ist es wie gesagt nur ein Klick und kostet ja euch nichts. Euch ist kostenlos, mich würde es wahnsinnig unterstützen. Genau, in der letzten Folge haben wir Lovren Meyer verkauft. Der wird uns zum Saisonende verlassen und zu Real Madrid gehen. Das ist natürlich ein Traum eines jeden Spielers bei so einem großen Verein. Lovren Meyer sei es gegönnt. Ja, genau. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt auch direkt rein. Vorbruch gucken wir uns natürlich an. Wir sehen, das sind sehr, sehr viele junge Spieler, ne? Franco, Johnson, das sind alles Jugendspieler. Zwei. Ja. Ungeschlagen seit 5 Spielen wird sehr, sehr schwer. Mo Salah spielt er sogar. Musiala, auf den sollten wir aufpassen. Let's go. So. Harry Kane ist der Top-Torschütze. Ist ja auch in der Realität im Moment so. Auf den sollten wir aufpassen. Auf geht's. Kane. Und der erste Abschluss. Lacroix kann erstmal klären. Oh, stark von Jung. Das war jetzt aber nicht so stark gemacht. Ne, da habe ich gar keine Chance. Alter. Emery. Ja, der ist überhaupt nicht gut drauf im Moment. Keine Ahnung warum. Kane mit dem Abschluss. Okay. Boah, was für ein Ball. Junge, Junge, Junge. Und das müsste das 1:0 sein. Nein, Glück gehabt. Glück gehabt. Luis bekommt nochmal Geld wegen dem, Gelb wegen dem Angriff eben. Bayern kann nichts draus machen. Wir stehen hinten relativ wieder gut. Ah, Vorsicht. Luis hat schon Gelb. Den muss ich rausnehmen. Der ist unnormal gelb-rot gefährdet. Oh nein. Oh, auf der Linie, Leute. So, Bayern jetzt hier nochmal mit einem Angriff, aber Hato macht halt auch einen guten Job. 0:0 zur Halbzeit, damit können wir zufrieden sein. Vorsichtig, nein. Erste Riesenmöglichkeit da für Bayern. So, Borges. Emery! Oh, was für ein... Schon wieder nur Latte. Das ist unglaublich. So, beide. Pino, stark. Pino, er macht es. Überragend. 1:0. Gutes Kontertor. Aber er geht jetzt raus. Den habe ich nämlich gerade ausgewechselt. Oder wollte ihn auswechseln. Aber macht er überragend. Er ist gut drauf. Jeremy Pino. Wie gesagt, wird jetzt ausgewechselt. Und Ferreira wird kommen. Und das wäre eine dicke Überraschung. Es würde den Meisterschaftskampf nochmal richtig spannend machen. Petit wäre da. Balde wäre da. Alex Balde. Im vollen Sprint mit der Flanke. Oh, ganz, ganz stark. Jung kann klären. Und da ist Ferreira. Tell. Ja, geht einfach mal ab. Und da wäre Ferreira. Er macht es selber. Das könnte ja wirklich ein richtig wichtiger Sieg werden. Eckball Borges. Nimm doch bitte Ferreira. Was war das? Naja, er verliert den Ball. Nee, er gewinnt den Ball. Hä? Was?
Bayern braucht jetzt diesen Angriff noch. Wenn sie es gut zu Ende spielen, haben sie immerhin noch einen Punkt. Aber nein, die gewinnen überraschenderweise 1:0 in München. Wie gesagt, gegen Bayern sehen wir eigentlich relativ immer gut aus. Ja, und eine Einzelaktion von Pino sorgt für den Sieg. So, jetzt geht's gegen AC Mailand bzw. Milan. Startformation wird diese hier sein. Ich habe jetzt ein bisschen auf, ja, in Anführungsstrichen B11. Theoretisch hat jeder Spieler hier bei uns das Potenzial, einer anderen Mannschaft in der Startelf zu stehen. Deswegen in Anführungsstrichen B11 habe ich jetzt so aufgestellt. Denn wir haben das Hinspiel mit 3:0 gewonnen, haben aber allerdings jetzt ein Auswärtsspiel. Also wird schwer, wir sollten uns nicht da ganz allzu in Sicherheit wiegen. Gehen wir es an, Vorbricht, natürlich gucken wir rein auf El Nesri und Theo. Innenverteidiger sollten wir ganz besonders ein Auge auf haben. Und Rafael Leao ist natürlich auch immer brandgefährlich. Let's go. So Leute, gehen wir es an. In AC Mailand bzw. in Italien wird spannendes Spiel, sehr, sehr intensiv, kann ich mir vorstellen. Wir führen mit 3:0 aus dem Ergebnis des Hinspiels. Das soll natürlich gerne so bleiben. Oh, wichtig guter Ball. Oh, Tomas. Und das müsste das 1:0 sein. Ja, und da würde ich sagen, ist der Deckel jetzt wirklich drauf. Das war richtig gut gespielt. Das war unnormal gut gespielt. Schöne Laufwege da gemacht. Und Odogi mit einer sehr, sehr guten Vorbereitung. Wir führen relativ früh, keine 15 Minuten gespielt, mit 1:0. Oh, Baku lässt sich da gegen Leao komplett abkochen. Und Restes nachfassen. Stark gespielt, Kaminski. Oh, was? Riesenaktion da von Leao. Kaminski, Herr. Milan ist relativ da offen vom Flügelspiel her. So, Borchers. Ferreira, Abschluss. Ja. Borchers, Batacic muss helfen, Borchers. Ah, spielt Milan richtig gut. Eckball. Restes ist auf dem Posten. Oh, gut gespielt. Rafael Leao, Leao, Leao. Und das ist 1:0. Hergeschenkt von Bastacis im Spielaufbau. Und Milan kommt hier mit Bittencourt zurück. So, wird wahrscheinlich mit diesem 1:1 in die Halbzeit gehen und es wäre dann doch erstaunlich, würde Milan hier in der zweiten Hälfte 3 Tore machen. Also das kann ich mir nicht vorstellen, aber sollten wir uns wirklich nicht in Sicherheit wiegen. 1:1 zur Halbzeit. Ja. Oh, stark, Odogi. Könnte da jetzt Petit spielen. Petit, der macht noch... Oh, der macht das richtig gut. Macht einen Laufweg, dass er ihn auf dem rechten Fuß hat und schnippelt ihn dann halt seitlich rein. Richtig gut gespielt. Petit kam übrigens für Tomas. Aber auch gutes Zuspiel dafür von Odogi. Und das meine ich. Positioniert sich links vom Ball, sodass er ihn so rechts genauso einschieben kann, weil sein starker Fuß ist halt der rechte. Und das ist wieder die erneute Führung. 2:1. Es gibt jetzt noch einen Wechsel. Cherki geht. Und Borchers wird gehen. 2:1, wir führen wieder. Molina. Luis sollte helfen. Keiner greift so richtig an. Di Mondi. Und der erste Abschluss von Milan in der zweiten Halbzeit. Sieht da vielleicht jetzt nicht ganz so gut aus. Und das ist Schlitzohrmäßig. Rafael Leao war das, glaube ich. Habe ich nochmal? Nee. Diaz klärt. Oh, was für eine Vorbereitung abseits.
Wäre ein geiles Tor gewesen von El Nasri. Oh, stark. Petit. Müsste das 3-1 werden. Ist es auch. Und das ist das Game Over für Milan. Haben sich tapfer geschlagen, aber Alex Petit macht letztendlich den Deckel drauf und den Unterschied. Die sind so effizient in diesem Spiel, das ist unglaublich. Wieder eine gute Vorbereitung von Pino. Der Junge ist echt gut drauf. 3-1, das Ding ist durch. So, jetzt nochmal Milan mit dem Mute der Verzweiflung, kann man so sagen. Und Dogi. Ja, versuchen es nochmal. Aber gibt es nochmal einen Eckball. Aber das Spiel ist durch. 6-1 im Gesamtergebnis bis jetzt. Es sei denn, die machen noch ein Tor auf der Linie, die Krake. Hui, was für eine Parade von Restes. So, ich würde gerne den Ball irgendwie mal wegbekommen. Aber das war's. Wir sind eine Runde weiter, sind damit im Viertelfinale der Champions League. So, zum Abschluss gucken wir wie immer nochmal auf die Tabelle und sehen, Bayern bleibt bei 54 Punkten. Wir haben das Spiel ja 0-1 aus Münchner Sicht gewonnen. Leverkusen konnte auch gewinnen, Dortmund auch. Die einzigsten oder der einzigste, den die nicht gewinnen konnten, war Hoffenheim. Die haben nämlich verloren. Deswegen, ja, drei Mannschaften jetzt mit 47 Punkten. Leipzig mit 46 Punkten, aber die hatten ja eh immer einen Punkt Rückstand, konnten quasi also auch gewinnen. Ja, zu Köln wird der Abstand jetzt immer und immer größer, sind sogar schon 10 Punkte von Hoffenheim auf Mainz. Also ja, das wird sehr, sehr schwer für die Mannschaften ab dem 8. Platz da noch international angreifen zu können. Ja, und Abstiegskampf, wie gesagt, Schalke führt werden, meiner Meinung nach definitiv absteigen, kann man natürlich noch nicht sagen. Gladbach, ja, wird auch schwer, den Relegationsplatz da wegzugeben. Und Stuttgart konnte, glaube ich, auch nicht gewinnen, ne? Doch, dem gegen Köln gewonnen. Ah. Und Köln spielt oben mit, stimmt. Oh, Stuttgart mit einem wichtigen Sieg. Gut, Leute, wir sehen uns dann morgen in der nächsten Folge. Haut rein. Ciao.